Per Livestream aus dem OE-Nachrichtenforum behandeln die Academia Superior, die Vinzenz-Gruppe und die Elisabethinen Linz-Wien mit Experten das Spannungsfeld von Corona im Gesundheits- und Sozialwesen. Welche Lehren können bereits jetzt aus der Pandemie gezogen werden? Wo gibt es Erfolge zu verzeichnen? Wo Nachholbedarf? Zwei große Learnings oder Bestätigungen des oberösterreichischen Wegs sind zum einen, dass es ein gemeinsames Arbeiten braucht, ein Zusammenarbeiten zur Bewältigung einer Krise. Alle Krankenhäuser, egal welcher Träger, arbeiten zusammen, aber gleichzeitig auch die Blaulichtorganisationen, natürlich auch die Menschen in Oberösterreich. Alle müssen strukturiert zusammenwirken. Und zum Zweiten ist es das Thema Digitalisierung. Wir waren hier schon auf einem richtigen Weg, aber es ging noch nicht schnell genug. Und jetzt, glaube ich, ist das Vertrauen in Telebehandlungen schon viel weiter, als es noch vor eineinhalb, zwei Jahren war. Und das wird sich sicherlich auch in Zukunft durchsetzen. Das Ziehen an einem Strang, die Zusammenarbeit auch über verschiedene Institutionen hinweg, ist eine der großen Benefits von Corona. Das gemeinsame Arbeiten am Gemeinwohl. Da bin ich sehr stolz darauf, auch in einem Land zu leben, wo das das Prinzip ist und nicht die Gewinnorientierung zählt, wenn man eine Krise bewältigen muss. Ja. Das habe ich gelernt und das ist wirklich ein sehr tragfähiges Konzept. Die Covid-Krise hat in viele Lebensbereiche gewirkt. Der augenscheinlichste ist natürlich der Gesundheitssektor. Also mein Wunsch wäre, dass die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die Wertschätzung auch nach der Krise weiterbekommen, die sie verdienen. Die stehen jetzt direkt an der Front und müssen da wirklich ganz, ganz viele Dinge auch persönlich aushalten. Auch die Transparenz im Gesundheitswesen mit Dashboards und täglichen Fallzahlen ist durch Corona neu entstanden. Das motiviert die Menschen und es gibt auch Sicherheit und Orientierung. Und ich würde mir wünschen, dass das auch in Zukunft bleiben wird, dass also diese Transparenz, was bedeutet unser Verhalten für die Gesundheit, dass das bleibt und dass wir uns da weiterhin orientieren können. Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona, auch auf künftige Budgets im Gesundheitssektor, sieht der Experte nicht dramatisch. Österreich hat hier eine gute Ausgangslage und Schulden zu machen, auch außerhalb von Maastricht-Verordnungen, sei legitim. Ich glaube, dass Österreich gut dasteht. Andere Staaten, für die wird es dramatischer werden, da wird sich die Zinssituation deutlich verschlechtern. Corona hat aber auch auf unsere Wahrnehmung Auswirkungen. Was kann man glauben, wem soll man noch Glauben schenken? Das ist zwar jetzt eine Hochblüte der Verschwörungstheorien, mein Wunsch wäre, dass in 5 Jahren wir dafür entsprechend gelernt haben und auch diejenigen, die jetzt an Verschwörungstheorien glauben, dann gesehen haben, das ist irgendwie nicht eingetreten, das war wohl ein Blödsinn, dem ich da aufgesessen bin, das würde ich mir wünschen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die aus der Corona-Pandemie gezogen werden kann, ist, dass alle Verantwortlichen und jede und jeder Einzelne gefordert sind. Eine derartige Krise können wir nur gemeinsam bewältigen.